Wir suchen die allgemeine Funktion y von x, die diese Differentialgleichung erfüllt. Diese Differentialgleichung ist eine lineare Differentialgleichung, deren unabhängiges Glied, unabhängig von der unbekannten y, das Produkt einer Exponentialfunktion und eines Polynoms in x ist. Also dürfen wir dieses Verfahren hier anwenden. Deshalb bestimmen wir zuerst die allgemeine Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung. Dazu schreiben wir zuerst die charakteristische Gleichung und diese schreiben wir noch in dieser Form, denn so erkennen wir sofort, minus 2 ist Lösung dieser Gleichung mit Vielfältigkeit 1 und 1 ist ebenfalls Lösung dieser Gleichung mit Vielfältigkeit 1. Also in Anwendung dieser Formel wissen wir, dass die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung sich so schreibt. Wir schreiben e hoch die erste Nullstelle minus 2 mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades, also eine Konstante, die wir c1 nennen, plus e hoch die zweite Nullstelle 1 mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades, also eine zweite Konstante, die wir c2 nennen. Wir halten diese allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung fest. Jetzt brauchen wir nur noch eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung zu bestimmen. Und solch eine partikuläre Lösung kann man in Form von solch ein Produkt schreiben. Also so. Der Faktor e hoch 2x wurde einfach von da abgeschrieben. Dieses Polynom p Sternchen in x ist zweiten Grades, weil dieses angegebene Polynom zweiten Grades ist. Und die Hochzahl von x ist 0, weil die Vielfältigkeit von dieser 2 als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung 0 ist, denn 2 ist keine Nullstelle. Die zwei Nullstellen sind minus 2 und 1. Daher also diese partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. X hoch 0, das macht 1. Ein Polynom zweiten Grades in x schreibt sich allgemein ax² plus bx plus c und e hoch 2x wurde hier abgeschrieben. Jetzt brauchen wir nur noch die Werte von a, b und c zu bestimmen. Dazu drücken wir explizit aus, dass dieses yp Lösung dieser Differentialgleichung ist, also so. Wir werden jetzt yp durch dieses Produkt ersetzen. Dann brauchen wir noch die Ableitung von yp gegenüber der Variablen x, sowie auch die zweite Ableitung von yp gegenüber der Variablen x. Also leiten wir zuerst dieses Produkt gegenüber x ab, ist gemacht. Hier wurde selbstverständlich die Ableitungsformel von einem Produkt eingesetzt, das heißt f mal g', das ist f' mal g plus f mal g'. Hier können wir noch e hoch 2x ausklammern und so führt die erste Ableitung von yp zu diesem Produkt. Die zweite Ableitung erhalten wir, indem wir dieses Produkt ableiten, so erhalten wir diese Summe. Summe, in der wir wieder e hoch 2x ausklammern können, und da ist sie, die zweite Ableitung von yp. Jetzt werden wir also diesen Bruch durch dieses Produkt ersetzen, diesen Bruch durch dieses Produkt ersetzen und yp durch dieses Produkt ersetzen. Machen wir das und so erhalten wir als Gleichheit diese da. Diese Gleichheit kann auch gekürzt werden durch e hoch 2x. So erhalten wir diese Rechnung. Und hier haben wir zwei Polynome, die gleich sind.
Aber hier vereinfacht sich Verschiedenes noch. 2ax² minus 2ax² verschwinden. Weg sind sie. Hier steht plus 2bx und da minus 2bx. Diese zwei Terme sind ebenfalls weg. Und 2c minus 2c streichen sich ebenfalls weg. Schauen wir die Terme in x². Links vom Ist-Zeichen ist es 4ax² und rechts ist es 4x². Da diese zwei Polynome gleich sind, müssen die Vorzahlen von x² gleich sein. Das halten wir hier schon mal fest. 4a muss gleich 4 sein. Die Vorzahlen von x müssen aber auch gleich sein. Die Vorzahlen von x sind hier 8a plus 2a, das heißt 10a, plus 4b. Und die Vorzahl von x rechts ist 0. Hier rechts lesen wir als Polynom 4x² plus 0 mal x plus 0. Daher diese 0. Die unabhängigen Terme der beiden Polynomen müssen ebenfalls gleich sein. Deshalb muss 2a plus 5b plus 4c gleich 0 sein. Daher diese dritte Gleichung. Dieses Gleichungssystem ist sehr schnell gelöst. Wir finden für a 1, für b minus 5 halbe und für c 21 Achtel. Also können wir in dieser partikulären Lösung der nicht-homogenen Differentialgleichung a ersetzen durch 1, b ersetzen durch minus 5 halbe und c ersetzen durch 21 Achtel. Tun wir das, somit erhalten wir diese partikuläre Lösung. Diese halten wir hier fest und jetzt sind wir bald am Ende der Übung, denn wir wissen, dass die allgemeine Lösung solch einer Gleichung sich schreibt als Summe der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung und einer partikulären Lösung der nicht-homogenen Gleichung. Das y von x ist also ganz einfach die Summe dieser zwei Funktionen. Und somit ist diese Übung beendet.